Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Ich bin gerade in Brasilien, komme Anfang März wieder. Solange haben wir mal ein paar etwas kürzere Produktvideos hier, aber vielleicht schaffe ich es ja auch noch mal hin und wieder ein Video von Brasilien hochzuladen. Beziehungsweise wir werden vielleicht ein, zwei Wochen es tatsächlich nicht schaffen, vielleicht immer ein Video hochzuladen. Dafür schon mal Entschuldigung. Aber definitiv komme ich mit Neuigkeiten zurück, wenn ich aus der Heimat der Terra Preta wiederkomme. Wir werden definitiv auch wieder versuchen, Terra Preta-Regionen zu besuchen in Brasilien. So, heute soll es um Triaterra Honig gehen, um dieses EM hier. Und vielleicht dabei unsere kleine Sprühflaschen, mit der man das gut verteilen kann. Und das normale EM, das ist ja unser Grundprodukt, das normale vermehrte EM, Triaterra aktiv, vermehrt mit Melasse. Da ist auf 1 Liter 50 Milliliter Melasse drauf, also so ganz unten, 1/20. Und ansonsten haben wir Wasser und eben die Mikroorganismen. Wir machen ansonsten noch Salz rein, ein bisschen Greengold, Keramikpulver und eben noch der paar Zutaten, die die Qualität, die Haltbarkeit noch erhöhen. Essig, Apfelessig, einen guten Apfelessig. Das ist die Mischung des dunklen EMs und die dunkle Farbe kommt von den 50 Milliliter Melasse. Und deswegen gibt es einige Anwendungen, für die man das dunkle EM eher nicht verwenden kann. Zum Beispiel regelmäßig Holz wischen oder so, dass das Holz nicht dunkelt, vielleicht mit dem EM Wäsche waschen. Wenn man da 100 Mal mit dem dunklen EM wäscht, dann vergraut das leicht. Wenn man das dunkle EM im Haus versprüht, dann muss man es wirklich mindestens 1:100 verdünnen, dass es nicht Flecken macht. Dementsprechend, vom Versprühen im Haus ein bisschen kritisch, dass man auch immer die Verdünnung richtig hinkriegt. Also deswegen gibt es für einige Anwendungsbereiche eben das helle EM. Und das ist im Grunde von der Mischung genau das gleiche. Wir haben genau das gleiche Rezept, 1:1, mit einem Unterschied. Wir haben statt Melasse 50 Milliliter, 50 Milliliter Honig genommen, beziehungsweise 50 Gramm Honig genommen. Bienenhonig, und zwar mecklenburgischen Bienenhonig. Wir haben einen guten Kontakt inzwischen zu dem, dem Mecklenburgischen Imkerverband in Bantin. Gibt es da einen Standort, wo sie, weiß ich nicht wie viel tonnenweise, zig tonnenweise jedes Jahr den mecklenburgischen Honig der mecklenburgischen Imker umschlagen. Der ganzen Kleinimker, wo sie das zusammenführen, schleudern, abpacken, kontrollieren, Labortests machen. Und zu denen haben wir inzwischen einen guten Kontakt. Und der Honig, der jetzt nicht perfekt für die Lebensmittelproduktion geeignet ist, der vielleicht ein bisschen zu viel Wassergehalt hat oder vom Schleudern übrig geblieben ist, und den kriegen wir von denen und den fermentieren wir zu diesem Triaterra Honig. Also es ist quasi ein echter Mecklenburg, ganz lokaler Bienenhonig, den wir dafür hier verwenden. Und ansonsten ist die Mischung genau die gleiche wie bei dem dunklen EM. Also wenn Sie selber mal ein Honig-EM herstellen wollen. Das Honig-EM-Rezept stand ja auch schon zweimal mindestens im EM-Journal drin. Deswegen wir auch auf die Idee gekommen sind, das auch mal zu vermehren. Dann haben wir gemerkt, Mensch, das war erstmal für eine Mitarbeiterin, die das für sich selber haben wollte, dass sie das trinken kann. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das wollen andere auch noch haben. Und dann haben wir das ein bisschen mehr hergestellt und dann haben auch andere gesagt, Mensch, wollt ihr nicht mal ein helles EM verkaufen? Hallo Stefan, danke für den Tipp nochmal an dich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jawohl, okay, wir bieten auch ein helles EM an, wir bieten das Honig-EM an. Nur mal zum Beweis, also wir verkaufen es als Reiniger, definitiv nicht als Nahrungsmittel, als Reiniger verkaufen wir das, und das ist aber komplett ungiftig und wir können damit nichts falsch machen. Nochmal als Beweis, durchaus trinkbar.
Und die Vermehrung von EM mit Honig hat aber einen, ja, eine Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit ist, also mehrere Schwierigkeiten, aber die eine Schwierigkeit ist, die uns auch immer wieder Kopfzerbrechen bereitet hat, ist, dass Honig ist ja sehr gut geeignet, um daraus alkoholische Getränke herzustellen. Met, ne? Met, Honigmet, das, was die Imker und die Wikinger gerne getrunken haben, beziehungsweise die Imker gerne herstellen und auch als Nebenprodukt noch immer verkaufen. Met, Honigmet. Das heißt, Honig fördert die Entwicklung der Hefen. Die Hefe macht aus Zucker, Alkohol und Kohlendioxid, also produziert viel Gas und produziert gleichzeitig Alkohol. Und dadurch, EM-Mischung ist ja auch Hefe drin. Ist eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien mit einem Übermaß an Milchsäurebakterien. Die Hefen spielen auch eine Rolle, aber die sind nicht dominant. Dominant sind die Milchsäurebakterien. Und in dem Honig, in der Melasse werden auch die Milchsäurebakterien gut gefördert, aber in dem Honig kommt es doch öfter dazu, dass die Hefen etwas stärker werden. Das sind immer noch ganz geringe Alkoholwerte da drin, mit vielleicht 0,5% oder so. Aber dass ein bisschen Alkohol durchaus produziert wird da drin und dadurch kommt es auch, man sieht das vielleicht, wenn man hier ganz genau hinguckt, kommt so ein bisschen zu einem Perlen manchmal, dass sich da ein bisschen Gas drin bildet und ein bisschen stärker die Gasbildung hier ist als bei dem normalen EM. Da haben wir im letzten Jahr immer wieder Probleme gehabt, also prinzipiell ist das beim Honig-EM immer ein Thema, dass sich die Flaschen gerne aufblähen wie ein Ballon und hier hinfallen und dann vielleicht unter dem Druck sogar auslaufen langsam. Was für das Produkt EM, Honig-EM, es ist trotzdem gut, es ist eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen, es funktioniert, es hat den richtigen pH-Wert, es ist sauer, die Milchsäurebakterien sind immer noch stark da und dominant, aber es hat sich eben auch die Hefe ganz gut entwickelt und das ist schlicht unpraktisch, um es in eine Flasche zu tun, wenn es keine Sektflasche ist. In die günstigen Kunststoffflaschen, die PE-Flaschen, Polyethylenflaschen, die wir verwenden, die werden damit manchmal überfordert. Genau. Also das auch geblähtes EM ist gutes EM, auch wenn das unter Druck steht, wenn das ein bisschen perlt, das ist trotzdem gutes EM. Da haben sich einfach die Hefen etwas stärker entwickelt, die ein wichtiger Bestandteil von EM sind. Deswegen ist EM lebendig, weil es mal so und mal so rauskommt. Ne? Gerade bei Gewitter oder es besonders warm ist, dann entwickeln sich die Hefen gerne mal ein bisschen stärker. Da hatten wir also lange Zeit, jetzt ja von Anfang an, nicht bei dem EM Honig, ein bisschen das Problem, dass es sehr, sehr oft zum Gasbildung neigt, zu diesem Perleffekt. Deswegen schmeckt es ja auch fast wie Brause. Wie gesagt, soll es als Reiniger verkauft, nicht als Lebensmittel. Nicht zum Trinken empfohlen. Und das haben wir aber jetzt in den Griff bekommen. Wir haben es tatsächlich mit einer Mischungsänderung, wo wir die Milchsäurebakterien etwas stärker betonen, in den Griff bekommen. Wir haben immer noch alle Mikronismen drin, aber wir haben die Milchsäurebakterien etwas verstärkt. Und dadurch haben wir jetzt ein Honig hier. Wenn er nicht mehr stehen will, die Flasche, Luft rausdrücken, Boden reindrücken und dann steht er wieder. Das heißt, jetzt haben wir ein Honig hier, was tatsächlich bisher zuverlässig nicht bläht, keinerlei Blähanzeichen mehr hat. Mit anderen Worten, sehr viel praktischer zum Versenden. Es läuft uns nicht mehr aus. Sie müssen nicht mehr alle paar Tage in den Keller gehen und den Druck ablassen haben ein noch stabileres, noch saureres Priatera-Honig, Honig-EM von uns. Das erstmal dazu. Das ist also ein helles EM und wozu wie gesagt, als Ergänzung zu dem dunklen EM, das dunkle EM ist 3 Euro den Liter. Das würde ich eigentlich, wo immer es geht, würde ich Ihnen empfehlen, das dunkle EM anzuwenden, für Fensterputzen, für Kacheln, alle glatten Oberflächen und nur da, wo es in Richtung Holz geht und vielleicht zum Versprühen geht und in der Waschmaschine. Da ist das helle EM und ich muss zugeben, ich sprühe mich manchmal oder eigentlich immer auch selber ein mit dem Honig-EM, weil das nicht ganz so intensiv sauer riecht, intensiv riecht wie das dunkle EM.
Aber dafür ist es jetzt, es wird als Reiniger verkauft. Das kann ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, diese Anwendung. So, und das Honig-M, also in der Mischung, jetzt nochmal gucken, also es wird normalerweise 1:10 verdünnt gesprüht, 1:10 verdünnt, also 0,5 Liter Sprühflasche, 50 Milliliter, zwei Schnapsgläser auf eine 0,5 Liter Sprühflasche, den Rest Wasser, vielleicht noch ein Keramikbröhrchen mit rein und das dann im Haus versprühen gegen, für einen guten Geruch, für eine gute Mikrobiologie, gegen Schimmel, gegen Gerüche, Katzenklo, Schuhschrank und so weiter. Das wäre eine wichtige Anwendung, versprühen im Haus. Das nächste wäre beim Waschen. Waschmaschine, da machen wir 5 bis 10 Milliliter, so quasi einen Esslöffel, in Waschgang und Spülgang, in jeden Waschgang und in den Spülgang mit rein, dass wir die Wäsche sozusagen von vornherein mit guten Mikroorganismen besiedeln. Erstmal ist EM ja schon ein guter Reiniger, das heißt, es erhöht auch die Waschwirkung. Man kann typischerweise Waschmittel schon deutlich reduzieren dabei, vielleicht halbieren. Nur mit dem Triatera Honig dazu. Es gibt ja dann auch noch die Waschkugel, die wir auch empfehlen, die dann, wo man dann komplett ohne Waschmittel waschen kann. Auch da würde ich ein bisschen Triatera Honig mit zumachen, einfach als lebendige Mikroorganismen, die die Waschwirkung noch mal ein bisschen steigern, beziehungsweise dann auch am Schluss in der Wäsche drin sitzen, wenn wir das in die Spülung mit reinmachen, haben wir dann ja am Schluss in der Wäsche drin immer noch ein paar Mikroorganismen. Das heißt, sie kommen quasi mit einem Panzer sozusagen, mit einem Schutzschild, nicht nur ihr eigenes Immunsystem, was sie schützt und ihre Haut, sondern darüber auch noch ihre Kleidung, die mit EM, mit einer guten Mikrobiologie besiedelt ist, die als erster Abwehrschild vielleicht gegen fremde Mikroorganismen fungieren kann und sie dann so ein bisschen weit schützen kann, auf jeden Fall Wäsche verträglicher macht, dass da wer da eventuell sensibel ist und reagiert auf verschiedenste Substanzen und Stoffe oder sonst was, der sollte das mal probieren, das mit Triatera Honig zu waschen. Genau, und dann gibt es vielleicht noch die Anwendung Sprühen, Waschmaschine, habe ich gesagt, je nachdem bei Baustoffen, bei Farben. Also bei Baustoffen würde ich im Normalfall auch, wenn ich da was reinmische, immer das dunkle EM nehmen. Aber man kann auch das helle EM, gerade bei hellen Farben oder so weiß, bestimmten hellen Farben, ist es ganz praktisch, also dass man da ein helles EM mit reinmacht, dass man da nicht so eine starke Farbveränderung hat. Und da empfehlen wir 30 Milliliter auf einen 10 Kilo Farbeimer, 30 bis 100 Milliliter auf so einen 10 Liter, 10 Kilo Farbe unterzumischen und typischerweise auch noch ein bisschen Keramikpulver rein, wobei das stark färbt, da darf man wirklich je nach Farbe nur ganz, ganz wenig reinmachen. Und dann haben wir die EM-Mikrobiologie in den Baustoffen drin, darüber werde ich andermal noch ein extra Video drehen, warum das eine ganz sinnvolle Angelegenheit ist, Mikroorganismen in Baustoffe zu tun. Da werde ich Sie vielleicht überraschen am Ende. Das machen wir nochmal ein bisschen ausführlicher, weil das ist so ein ganz spannendes Thema. Aber glauben Sie mir, nicht nur Ihre Kleidung und Ihre Umgebung sollte vielleicht gute Mikroorganismen enthalten, sondern auch Ihr Haus, Ihre Baustoffe drumherum. Dass, wenn das mal feucht wird, meinetwegen, wenn sich da eine Mikrobiologie ansiedelt, dass dann gleich die richtigen Mikroorganismen da sind, beziehungsweise sich eher gute Mikroorganismen ansiedeln. Weil es, selbst wenn die Mikroorganismen in den Baustoffen tot sind, was sie überwiegend sind, die überleben in der Farbe meistens nicht, dann gibt es doch bestimmte Wirkungen durch die Substanzen, die in der Zukunft dazu führt, dass sich eher ähnliche Mikroorganismen, wie der Milchsäurebakterien zum Beispiel, dann da ansiedeln. Und dann wird es eben nicht schimmeln, sondern es wird eher so, wenn es dann mal feucht wird in der Ecke oder da Dreck ist, dann wird dann vielleicht, dann kommen dann eher Milchsäurebakterien. Man spürt das an einem frischeren Geruch in einem Raum, dass man da reinkommt und sagt, Mensch, das ist ja ein angenehmes Klima, weil eben keinerlei Schimmel, keinerlei Belastung durch negative Mikrobiologie dann noch da ist, wenn man das schon von vornherein in die Baustoffe gemischt hat. Ja, das sind die Anwendungsmöglichkeiten von HellMEM und eine Variante, die gut zu verteilen und zu versprühen, ist unsere kleine Flasche, denn der Punkt ist, verdünntes EM sollte man relativ schnell verbrauchen. Das konzentrierte EM in der Flasche mit wenig Luftkontakt
das ist ja Jahre haltbar, mindestens ein Jahr, aber auch länger. Das verdünnt Ding eben, wenn man das 1 zu 10 oder 1 zu 50 oder 1 zu 100 verdünnt, dann ist es ja nicht mehr so sauer. Dann kommt Luft dran und dann kann es auch mit der Zeit umkippen. Typischerweise sagt man dann, du hast dann in 24 Stunden verbrauchen. Wenn Sie dann noch so ein Keramikröhrchen, können Sie das sehen, so ein Keramikröhrchen mit reinmachen, dann ist es tatsächlich so, dass es nicht nur ein Tag, sondern mehrere Tage bis zu einer Woche vielleicht in der Sprühflasche auch verdünnt drin bleiben kann, ohne umzukippen. Wenn es umkippt, dann riechen Sie das, dann riecht das nicht mehr sauer und gut, sondern dann würde das oxidiert riechen oder sogar faulig riechen. Und das können Sie also mit unserer Sprühflasche hier gut machen. Mit der kleinen 50 ml Sprühflasche können Sie gut eben auch kleine Mengen versprühen. Und die bieten wir für 1,50 an, inklusive Röhrchen. Und wir haben jetzt da auch neue Charge bekommen mit nochmal sehr schönen Sprühköpfen, die sehr lange aushalten, die Sprühköpfe. Ja, das unsere Produkte hier, Triaterra Honig für die hellen Spezialanwendungen, das dunkle EM für alles andere, Garten, glatte Oberflächen und vielleicht unsere kleine Sprühflasche, wenn man es denn an bestimmten Orten versprühen will. Herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und dann vielleicht wieder ein Thema zur Begrünung der Erde, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, aus Brasilien was hochzuladen, ein Thema aus Brasilien. Herzlichen Dank.